Sie wissen, mein lieber Alfons, dass ich diese Dinge lieber ganz in Ihre bewährten Hände lege. Selbstverständlich, Herr Direktor. Selbstverständlich, Herr Direktor. Ich glaube, ich möchte aber trotzdem, dass Sie sich selber von dem Zustand überzeugen. Oder irgend sowas. Ich weiß nur noch, dass das Bad, im Bad was repariert wurde. Und wenn wir dann in das Zimmer reingehen, das weiß ich auch noch, da liegt die Tanja auf dem Bett und vor Schreck, dass wir da reinkommen, schmeißt sie das Handy auf den Boden. Das weiß ich noch. Ich glaube, dass es dann der Satz mit dem Alexander war, weil der ist so schön umständlich, der könnte vom Alfons sein. Den jungen Herrn Alexander, zu der Zeit wusste ich ja nicht, dass er mein Sohn ist. Ne? Sie wissen, mein lieber Alfons, dass ich diese Dinge lieber ganz in Ihre bewährten Hände lege. Selbstverständlich, Herr Direktor, und normalerweise hätte ich auch den jungen Herrn Alexander angesprochen. Aber der ist ja geschäftlich in München unterwegs und weiß halt ein. Aber ich denke, der Klempner war schon da. Ja, natürlich war der schon da. Ja, aber wo ist dann das Problem? Ja, gerade das ist ja das Problem. Das kann kein Klempner mehr flicken. Ach so ist es. Das kann kein Klempner mehr flicken. Genau, da braucht man komplett neue Installation. Oh mein Gott. Es macht irgendwie wehmütig. Auf der anderen Seite unheimlich glücklich, dass inzwischen über 3500 Folgen vergangen sind und wir sind immer noch da und immer noch dabei und immer noch gut drauf. Das ist ganz wichtig. Und ansonsten zeigt es halt, dass die alten Recken, man sieht es ja in den jetzigen Folgen, dass die beiden jetzt schon etwas anders miteinander umgehen. Als damals war es halt der Chef und der Chef Portier, höflich und distinguiert und aber auch distanziert. Und jetzt haben die beiden sowas von keine Freunde, er ist immer noch der Herr Direktor, aber es ist eine Annäherung, hat stattgefunden.